Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Slime Ranger. Es geht weiter in unserem Schauen wir mal und ja, unsere Kätzchen fangen schon an Türme zu bauen. Das heißt, es ist Fütterungszeit. Wir schnappen uns mal ein bisschen... Es tut mir so leid, das ist nichts Persönliches, ne? Oh, nee, den Hahn will ich nicht. Den will ich hier lassen. Da haben wir nur zwei. Wie viel haben wir jetzt? Fünf. Ich glaube, wir haben vier hungrige Mäuler, insofern... Hom. 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 Oh Gott. Gib mir mal euren Mist hier raus. Oh mein Gott, die fressen ja viele davon, habe ich so das Gefühl. Kann das sein? Also die haben jetzt zumindest noch nicht den super glücklichen Blick. Ja, so siehst du aus. Ach du Kacke. Ich glaube, wir haben mit denen auch Probleme. Mom. Ja, jetzt erst sind sie glücklich. Ach du Kacke. Wie viele Hühner soll ich denen denn verfüttern? Na komm. Na. Eieieiei. Eieiei, das wird teuer, glaube ich, die zu unterhalten, weil so sehr vermehren sich meine Hühnchen ja auch nicht. Wir machen aber noch mal ein paar. So. Dann schauen wir mal. Na, die, wie sie sich drum kloppen. Sehr gut. Du bist auch noch nicht super glücklich. Und eins fehlt. Wollte doch gerade sagen. Okay, also das wird richtig schwer. Die hier irgendwie glücklich zu machen, beziehungsweise satt zu machen. Meine Herren, das wird richtig heftig. Aber ich habe jetzt schon 11 Blurt von denen. Und ich glaube, der bringt ordentlich. Wir schauen uns das mal an. Der bringt 27. Dann machen wir nämlich gerade Folgendes. Ich wollte zwar mit dem nächsten Geld eigentlich... Mensch, die hüpfen ja wie Sau. 350, verdammt. Ihr wollt nicht rein zufällig noch was essen? Irgendeiner von euch vielleicht? Eine Kleinigkeit oder so? Ein Snack? Hm? Ein Happen zwischendrin? Oh Mann. Ich brauch Kacke. Mache ich nämlich die großen Wände lieber da schnell noch hin. Mal schnell. Habe ich gerade mal schnell gesagt? Ich lerne auch nie. So. So sieht es nämlich aus. Hier, fresst das und kackt. So. Sieht es nämlich aus. Haben wir doch wieder ein bisschen was. Nicht unbedingt die Welt, aber... Hier, da haben wir doch auch wieder Kacke. Sehr schön. Dann kommt ihr mal mit. Aber ich... Eigentlich will ich die nicht... Ich will die echt nicht züchten, diese pinken Dinger. Das ist mir einfach zu popelig. So, weg mit euch. Da ist noch mehr Kacke. Ich schmeiß die nachher weg, die pinken. Oh, ich schmeiß sie weg. Wie blöd, wie bös. Unglaublich. So, haben wir den wieder plört. 20 Stück und dann können wir jetzt zurückgehen. Ich hoffe, meine Tappis sind noch da. Die Kätzchen sozusagen. Dann schon wieder außer Atem. Dann können wir nämlich hier den Käfig höher machen. Wunderbar, das geht noch. Also, dann auf der 3 und... Moment, wir müssen was testen. Hm? Ha! Hm? Das geht nicht. Verdammt, ich dachte, man könnte die da so reinbouncen lassen. Moment. Ne, bin ich zu blöd für. Okay, zack, 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 rein da. Und jetzt... Einmal ein schönes hohes Gehege, mit dem wir nicht mehr abhauen. Ach, ich dachte gerade schon, sie wären wieder zwei weg gewesen. High Walls Purchase. So, und dann sollte es für die schon mal recht schwierig werden. So, und dann brauchen wir jetzt noch einen anständigen
ja, wie soll man sagen, anständigen Schleim, den wir hier einsperren. Bin ich mal überlegen noch, ob ich da die Rock Slimes nehme. Die haben ja auch schon einiges gebracht. Was haben wir noch für Farben? Was haben wir schon erlebt? Das ist der Phosphor Slime. Hier, da ist gerade sinkend der Preis. Hier ist er überall noch steigend. Das heißt, die Rocks lohnen weniger als die Phosphors. Bei den Phosphors allerdings bräuchten wir die dieses Solarpanel oben drauf, weil die verschwinden ja bei Tag. Ich glaube, den Rest kennen wir noch gar nicht. Der goldene Schleim. Ist natürlich auch nice. Bin ich mal gespannt, was das ist. So. Hier liegt das ganze Zeug rum. Und ich habe nichts, wem ich es füttern könnte. Also wir müssen da auch schauen. Die Pink Slimes, die werde ich einfach wieder raushauen da drüben. Und den Platz lieber anders nutzen. Zumindest ist momentan meine Taktik so. So. Vergnügt euch. Und wir schauen mal. Hühner. Das machen wir jetzt mal. Moment. Hühner. Wir nehmen alles mit an Hühnern. Moment, wenn das da schon so rumliegt. Wir nehmen alles mit an Hühnern. Und wir füttern es mal an den großen. Oh, ne, jetzt kommen hier gerade die Plauen. Das war wieder so klar. Noch ein. Halt dich, will ich. Nein. Der Blaue wieder weg. Ich dachte, so schnell kann man überhaupt nicht sein. Nein, was? Das war ein goldener Schleim. Oh. Wie nehme ich den goldenen Schleim? Das ist alles, was übrig ist vom goldenen Schleim. Er ist weg. Verdammt. Wie wäre das gegangen? Weiß das jemand? Verdammte Hacke. Ich habe den doch nur angesaugt. Ich habe den ja nicht irgendwie. Ich habe ja nicht weggeschossen. Was? Okay. Rearranging. Ja, keine Ahnung. Da. Ich will doch nur so einen blauen, bitte. Lass ihn mir. Oh, Rockblurt. Einen. Nee, Quatsch. Rockblurt. Ich will doch. Mann, was passiert denn mit dem blauen? Ach, die blauen fressen den. Ich glaube, die fressen den lila Blurt hier auf. Müsste ich den erstmal allen wegsaugen, damit hier nichts mehr passiert. Wenn hier kein Plört mehr ist. Ich will ich. So, endlich. Man muss echt schnell sein, diesen ganzen Plört hier wegmachen. Und dann hoffen, dass halt neue spawnen. Und jetzt wird es wieder Nacht. Jetzt wird es wieder Nacht. Ob wir da jetzt neue kriegen? Einen Rock Slime habe ich gerade mal. Einen einzigen. Gut, ich könnte natürlich auch die Dicken wieder züchten. Allerdings sind die halt so schwer zu handeln, weil man sie nicht aufsaugen kann. Ist jetzt die Frage, ob es sich lohnt, die normalen überhaupt zu züchten oder ob man sagt, hey, züchte doch lieber gleich die Rock Slimes in Kombination beispielsweise mit den Katzen. Euch will ich haben. Sehr gut. Und eigentlich die Katze auch. Mache ich da jetzt? Karotten weg oder komme wieder? Ich komme irgendwann wieder und hole mir den nächsten Katzen. Das ist echt ein Slot mehr. Wäre es schon echt schön. Das macht es ein bisschen schwierig, da dieses Handhaben. Ja, soll man züchten? Also verschiedene Zwischenformen bauen oder soll man lieber die Rohlinge sozusagen halten? Ist eine echt schwierige Sache. Ist eine echt schwierige Sache, weil die einmal, wenn die sich einmal so verpaaren oder vermengen sozusagen, dann scheinen die so groß zu sein, dass ich sie nicht mehr saugen kann. Wir holen uns erstmal die einzelnen. Was essen die nochmal? Veggie. Okay. Dann, bitte. Vermehren tun die sich ja auch nicht wirklich, glaube ich.
So, komm, dann kriegt ihr mal hier die ganzen Karotten rein, bis auf eine. So, und dann saugen wir mal. Da noch. So, habt ihr noch irgendwas fallen lassen? Ne, ihr seid aber auch nur noch glücklich und nicht mehr richtig happy. Dann werden wir gleich auch nochmal verfüttern dürfen und mal schauen, ob das reicht, was ich hier geholt habe, um endlich mal die Karotten anpflanzen zu können. Aber dann brauche ich die nämlich schon mal nicht mehr einsammeln. Dann habt ihr die ganze Zeit so, das reicht auf jeden Fall. Pogo Fruit, das sind Früchte. Das heißt, damit kann ich schon mal gar nichts anfangen, weil das eine sind Veggies und das andere sind Fleischfresser. Toll. Toll. Hier hätten wir nochmal zwei Slots. Ich glaube, es macht wirklich keinen Sinn, wenn ich jetzt hier neben, was weiß ich, die Veggies anpflanzen würde. Ich glaube, dann würden die nur noch raus wollen. Insofern bauen wir die lieber hier drüben an, außer Reichweite von denen. Und nehmen einen Garten. Zack. Und hauen die Karotten da rein. So. Nochmal kurz testen. Nee, das bringt nichts, die nochmal da rein zu hauen. Alles klar. So, dann kriegt ihr die noch da rein. Ihr habt jetzt mehr als genug. Fühlt euch wohl. Und hier werde ich jetzt nochmal grausam sein müssen. Hütchen. Ist das das Stone Chicken? Das sieht so ein bisschen anders aus. Stony Hen, okay. Has a rock solid conviction in chicken stuff. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die bringen. Ich lasse das mal leben als besondere Henne. Man erkennt sie auch am steinernen Kamm sozusagen. So, 5 Stück. 4 sollten reichen. Wir wollen ja auch noch ein paar zum Züchten haben. Aber die scheinen sich ganz... bauen sich nach oben. Aber ihr schafft es nicht. Braucht ihr gar nicht probieren. Und... super. Und ich schätze mal, je mehr ich von diesem Zeug hier verkaufe, von diesem Blurt, desto sehr sinkt der Preis, oder? Noch steigt er hier, 27. Man kann jetzt also überlegen, warte ich oder nicht? Also verkaufe ich jetzt von denen oder warte ich auf steigende Preise? Das ist ja wie ein Aktienhändler. Unglaublich. Aber ich mache es jetzt weg. Dann haben wir nämlich wieder 250. Und könnten den nächsten... Dann könnte ich doch noch ein paar Lilane hier reinbringen. Andererseits... ich bin da gerade so am Überlegen. Wenn ich jetzt die und die paare, dann habe ich doch Katzen und... Katzen und Stein. Kacke, zweimal teuer. Dann könnte ich ja die paaren. Sollte ich aber in einem anderen Gehege machen. Wir gehen nochmal... Das sollte ich dann gleich in einem anderen Gehege machen, damit die anderen noch roh bleiben sozusagen und immer wieder zum Paaren bereitstehen. Ich denke mal, das macht dann durchaus Sinn. Diese Flatterviecher sind auch interessant. Die bringen ja auch recht viel. Aber ehrlich gesagt... wenn es schon da so rumliegt... ehrlich gesagt... ist es mir jetzt zu aufwendig, ein neues Gehege anzulegen, wo ich dann oben... so ein Solarpanel drauf machen muss. Insofern schaue ich jetzt lieber mal, ob neue Steine hier gespawnt sind. Aber denkste. Hühner hätte man noch genug. Da will ich jetzt aber auch nicht. Hier oben. Aha, da ist jetzt. Haben sich wieder da so verpaart. Das ist aber auch echt schwierig, hier an die ranzukommen. So, Rockplurt haben wir. Und dann könnte ich mit diesem Rockplurt schon mal ein Tappi quasi mir rausnehmen und das verpaaren in einem neuen Gehege. Da sind wieder Tappis. Oh.
Eins. Zwei, drei nochmal. Das ist gut. Dann können wir die nämlich haaren. Mhm. Super. Da ist auch noch eins zum Paaren, das ist gut. Was ich jetzt nur sehr wenig habe, ist Rockblurt, aber das passt schon. Dann können wir da schon mal eins machen und Rockblurt kriege ich ja, wenn ich wieder ein paar Karotten verfüttern sollte. Ich glaube, die Früchte verfüttere ich an... Hallo? Ach, der ist satt, super. Ist hier irgendeins nicht satt? Diet everything und du bist satt. Das ist sehr schade. Du bist nicht satt. Iss doch mal. Ja, es hat gegessen. Und, jawohl, das wollte ich haben. Da haben wir jetzt wieder zweimal Rockblur. Hier liegt ja auch noch jede Menge. Und das auch noch. Aua. Ah, es tat ein wenig weh. Oh, scheiße. Ihr habt auch gesehen, was ich da gesehen habe. Ich bin weg. Da ist wieder so ein Monsterkürbis. So. Weg sind wir. Und wir haben aber das, was wir wollen. Jetzt habe ich einiges von diesem Rockblurt. Und dann können wir die fünf Tappis, die wir haben, in ein neues Gehege reinschmeißen. Und Rock und Tappi verpaaren. So die Theorie. Die Praxis. Die Praxis ist schwieriger, denn... Das müsste dieses Gehege eigentlich sein. Okay, folgendes. Wir machen hier ein neues. So. Chase. Zack. Jetzt muss ich mal kurz... Logik. Wir hauen das hier raus. So. Und wir hauen auch das hier raus. Das brauchen wir ja auch nicht mehr. Zum Verpaaren brauchen wir die lila Kacke nicht. So. Dann saugen wir die hier rein. Ist nichts Persönliches, ich will nur... Ne? Ihr wisst schon. So. Dann saugen wir die rein und schmeißen sie hier in das kleine Gehege in der Hoffnung, dass sie da nicht drüber kommen. Und jetzt gibt's Folgendes. Jetzt gibt's hoffentlich keine Kürbisse. Sixpack! Jawohl. Das schon, aber... Was? Seid ruhig. Okay. 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 Und du auch noch. Okay. Oha. Aber sie haben jetzt die Karotten und aber wenn die da oben gegenhoppen, ihr seht, da hat das... Oha. Kann ich das nochmal erhöhen? Das interessiert mich jetzt gerade. Nee, jetzt kann ich nur noch ein Solar Shield drauf machen. Also nochmal erhöhen kann ich es nicht. Gott. Die werden das Netz da oben ruckzuck kaputt machen. Die springen ja wie bekloppt. Aber es ist wertvoll, was die... Na komm. Auch hier ein Blurt Collector. Das ist, glaube ich, das nächste... Au! Bei denen lohnt... Au! Ja, bei denen lohnt sich's. Ein Blurt Collector hat aber, glaube ich, 500 gekostet, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir jetzt mal gucken, wie schnell wir hier reich werden mit denen. So. Naja, also es geht schon. Wenn ich jetzt noch ein paar Karotten da reinschmeiße, könnte es sein, dass das relativ schnell geht. So, jetzt mal gucken bei denen. Die sind noch nicht rausgekommen. Die sind aber jetzt auch alle ziemlich satt, wenn ich das so sehe. Boah, ich bin gespannt, wann die ersten Katzenviecher dann da draußen rumspringen. Und vor allen Dingen habe ich nicht so viele Hühner mehr. So, einmal. Her mit dem Zeug. Das ging zum Glück schnell. Also Karotten kommen wirklich flott nach. Andererseits, der Baum da oben hat auch schon wieder Früchte. Aber ich habe keinen einzigen, der Früchte frisst. Müssen wir nochmal auf Entdeckungsreise gehen. Wir haben ja sehr viele Gegenden zu entdecken noch, wo wir hin müssen. Oder hin können vielmehr. So, dann machen wir die hier nämlich voll. Eins da. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Komm. So, und dann kriegen die nämlich hier auch nochmal was. So.
Und ihr da? Oh, was sagt das? Ich glaube, die sind unglücklich. Wir brauchen Hühner. Oh, ich muss wieder Hühner verfüttern. Es tut mir so leid. Du auch noch. Oh ne, das Moment, das Kleine nicht. So. Oh, haben wir schon... Was ist das denn? Was bist du denn? Elder Rostro. Okay. Ist das, wenn ich die Hühner hier alt werden lasse? Oder ist das dann... ist jetzt echt eine gute Frage. Am Ende sterben die auch. Mensch, das sieht echt aus wie so ein... alte Hühner-Oma. Aber wir haben ein paar Hennen. Ich glaube, ich muss da nochmal ein paar Küken sammeln, wenn ich das so sehe. So, und ihr kriegt jetzt auch mal wieder was zu essen. Nom. Oh, die armen Hühnchen. Ich guck nicht hin. Nein, ist immer noch da. So, dann zack. Zack, zack. Aber ich glaube, ich versaue auch recht schnell. Ich versaue am Ende wahrscheinlich auch recht schnell den Marktpreis von dieser Kacke, ne? Wir werden sehen. So, hier haben wir auch noch... Au, au, ich habe nicht dran gedacht, verdammt. So, die Karotte kommt wieder rein. So, dann haben wir das, dann können wir das nochmal verkaufen, aber das reicht nicht. Mal schauen, der Marktpreis geht wahrscheinlich in den Keller. Ja, jetzt sind wir hier bei 21 und da bei 23. Also es ist, glaube ich, wichtig, viele verschiedene zu haben, damit man entsprechend starke Marktpreise hat. So, jetzt machen wir nämlich hier mal Folgendes. Das wird ein Blurred Collector für Chase. So, wo ist das Vieh jetzt? Da. Okay, und da oben kriege ich wahrscheinlich dann angezeigt, wie viel da drin ist, wenn da was drin ist. Das ist doch schon mal okay. Das Gemüse hier, ganz ehrlich, lassen wir dort. So, jetzt gehen wir auf Hähnchenjagd. Das brauchen wir als nächstes. Und dann noch eine Überlegung, was ich noch aus denen hier machen kann. Darf aber auch nicht zu viel Stein haben. Wir müssen auch irgendwie anderen Mist bekommen. Diese Fliegeviecher vielleicht? Mal gucken. Das wächst noch nach. Mal gucken, was wir noch so finden. Also das bringt nichts hier, die schenke ich euch. Da bleibe ich dabei. Ich wüsste zumindest nicht, was ich Sinnvolles mit denen machen. Oh, dich brauche ich. Nein, du blödes Vieh. War mein doch. Den wollte ich. Ist der Hahn gegessen worden? Naja gut, egal. Hahn bringt eh nicht so viel. Wir brauchen mehr die Hennen. Die legen hoffentlich ja die Eier, wenn das richtig gemacht ist hier. Und dich brauche ich. So, aua. Eine Karotte. Hier, bitte. Au. 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 Will doch nur. Au. Ach ja, läuft alles nach Plan. So. Küken, ich brauche Küken. Nehmen wir halt ausgewachsene Hennen. Auch gut. Und ganz viel. Ganz viel Mist sammeln wir wieder ein. Zack, zack, zack. So, die anderen werden hoffentlich auch noch groß. Du kommst auch noch mit. Dass das gut gegangen ist. Erstaunlich, erstaunlich. So. Blurred. Zack, zack, zack. So, 6 Hennen haben wir schon. Ein paar brauchen wir noch. Uha. Die sind aber hier fleißig. Gut gefüttert scheint es. Jetzt habe ich schon 20 davon. Also dann. Oh, die sind wieder Ketz. Dich. So. Tja, ist jetzt die Frage, ob sowas Sinn macht. Nee, es macht keinen Sinn. Können wir mit. Nee. So. Achso, die sind ja voll. Eure Hennen. Swoop. Swoop. Die Henne ist mir. Hau ab. Mist. Ich glaube, die haben meine Henne gegessen. Da läuft sie. Nein. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Ich rette dich. Ich. Hm. War so eine schöne Henne. Ich sehe ja die ganzen kleinen, aber ich sehe nicht die...
Da. Ah, das ist eine... Das ist eine Steinhenne wieder. Lass die dir schmecken. So. Und schau mal, in dem Moment, hier kam ich her. Ah. Keine Henne. Hier kam ich her, da geht's lang. Okay, hier war dann der Gefräßige, alles klar. Hey, wir haben acht Hähnchen, damit können wir doch eigentlich schon mal was anfangen. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal zurück. Acht Hähnchen, zwei neue Steinschleime. Warum nicht? Ich bin nur immer noch am Überlegen. Meins. Na. Lass mich. Wie kommt man eigentlich dahin? Da vorne ist nämlich auch noch so ein dicker Schleim. Muss ich mal gucken, wie man da eigentlich... Muss ja eigentlich auch einen Weg dahin geben. Ich glaube, da haben wir was für die nächste Folge dann. Wir verfüttern jetzt mal noch die... die Hennen. Zumindest partiell. So. Ich glaub's ja wohl nicht. Sowas. Achso, ich bin voll. Dann schauen wir mal, wie teuer das hier jetzt wird. Weil ich könnte auch mal vertragen, so ein kleines Upgrade für die Kanone hier zu kaufen. Da. So, die Rock Slimes. Die tun wir noch ins Gehege. Mit euch los. Müde? Und zu viel gefressen scheint's. Ah, tu mir nichts. Ich tu dir auch nichts. So. Schauen wir mal. Wurde hier was gesammelt? Das will ich ja jetzt noch wissen. Toll. Voll viel. Meat and Veggies. Aber die haben doch eigentlich... Moment. Muss ich die direkt füttern? Ich meine, hier liegen lauter Karotten rum. Aber ich glaube, die fressen erst, wenn sie unglücklich sind. Ne? Wenn die noch nicht unglücklich sind, sozusagen, dann fressen sie noch nicht, glaube ich. Solange die noch halbwegs glücklich sind, hauen sie das Zeug nicht rein. Dann muss man sie schon hier zwangsfüttern. So, und jetzt ist die Frage, wandert das Zeug langsam aber sicher hier zum Collector oder nicht? Irgendwie kommt da ja nichts raus. Na doch, jetzt. Jetzt saugt das. Ah ja, und dann... Wie hole ich es raus? No? Nee. Huch. Schmeißt ihr das einfach raus? Moment. Ja, doch. Einfach saugen. Davor stehen und saugen. Aha, interessant. Okay. Wie groß... Was? Au. Au. Nein. Ach Mann, die große Frage ist ja, ich sammle den gleich wieder ein, ich muss nur mal ein bisschen was loswerden, die große Frage ist ja, kann ich noch mehr von den Teppis da drin machen oder machen die mir mein ganzes Netz dann kaputt? Boah, ich versau die Preise, es geht alles weiter runter. So, du kommst wieder mit. So, rein da. Ja, toll, genau dich. Wollte ich nicht, sondern dich. So, okay, also... Ich glaube, hier muss ich auch noch ein höheres Gehege draus machen am Ende. Und eventuell sogar noch auch ein Netz drüber, dass die nicht rauskommen. Also es ist aufwendig und ich habe es noch nicht so ganz raus, was Sinn macht, hier zu verpaaren. Da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Aber ich denke mal, das sind schon mal ganz effektive Dinge. Das gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Wir haben jetzt hier so einen Kollektor dran. Das erleichtert das Ganze auch ganz gewaltig. Und, das wollte ich nicht. Ich wollte einsammeln. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal zu diesem dicken, fetten Schleim begeben, wo ich vorhin gesagt habe, hey, was ist das eigentlich für einer? Dieser lilane Riesenschleim.
der da zu sehen war und wo ich nicht weiß, wie man hinkommt. Ich hoffe, ich werde es irgendwie rausfinden. Denn ich habe hier jetzt einige Früchte, dann verfüttern wir die mal an den. Weil das scheint mir so einer zu sein wie die, wie diese große Katze, die wir gesehen haben. Und die sieht so aus, als würde sie Butter haben wollen. Und wer weiß, was dann passiert. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Hen. Die werde ich auch noch hier einbuchten. So. Machen wir wieder das. Also in der nächsten Folge werden wir den großen Dicken mal besuchen. Ein paar Früchte werden wir mitnehmen. Mal schauen, ob wir unterwegs noch welche finden. Kann ich eigentlich, wenn ich jetzt Slots frei habe, noch mehr aufnehmen? Muss auch die richtige Taste drücken. Nee. Auch ein bisschen schade. Okay. Aber ich habe 678. Komm, das machen wir in der nächsten Folge. Da vergrößern wir mal unsere Kanone, dass wir mehr tragen können. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bin weiterhin auf eure Meinung gespannt für dieses. Schauen wir mal. Und hier gibt es auch noch was zu entdecken, wie ich gerade sehe. Also, wir sehen uns. Macht's gut, ciao.